Hallo und herzlich willkommen bei Handpumpen unter der Lupe. Heute möchte ich euch die Rectoral Cat der Firma Fort Menace vorstellen. Die Rectoral Cat ist eine Katze, die ein fast naturgetreues Aussehen hat. Jedenfalls die Fellfarbe stimmt soweit, meiner Meinung nach. Ich bin kein Katzenexperte, aber es sieht wirklich sehr naturgetreu aus für mich. Vorne sind noch Schnurrhaare. Das Maul der Katze ist mit einer kleinen braunen Zunge. Und der Eingang befindet sich knapp hinter den Vorderpfoten. Innen drin im Klappmaul ist es ein wenig eng, so finde ich. Ich habe große Hände, ich habe schon mal angemerkt. Ich kann zwei Finger oben reinmachen und den Daumen unten. Der Rest meiner Finger, die verschwinden dann irgendwo im Oberbereich des Kopfes. Es ist aber trotzdem für mich machbar, die Katze zu bespielen mit ein wenig Übung und mit ein wenig Schmerzen. Am Anfang in den Händen geht das alles. Was schon öfters angemerkt wurde, ist bei der Katze, dass die Augen anders sind als im Katalog abgebildet. Ich finde, sie sieht aber trotzdem ganz gut aus, weil das nimmt ihr nochmal so ein bisschen diese Naturgetreue weg. Und man erkennt wirklich dann, dass es auch eine Puppe ist und keine echte Katze. Was ich schon bei dem Enchanted Tree angemerkt hatte, ist, dass den Puppen oft so ein kleines Heftchen mit beiliegt. Ich finde das ganz schön. Jetzt bei der Rectoral Cat steht beispielsweise etwas über die Rectorals drinne, wo die denn herkommen, wann die das erste Mal aufgetaucht wurden und so weiter. Und es steht noch eine kleine Geschichte zu der Rectoral Cat drin, was ich sehr schön finde. Ja. Mir gefällt die Katze, bis auf, dass die Augen nicht so ganz sind, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Da hätte man bitte gleich im Katalog richtig machen können, aber trotzdem im Großen und Ganzen eine schöne Puppe. Das war's, bis zum nächsten Mal.